Lege Distanz beim Rutschen zurück, während du mit Schlamm bedeckt bist. Also ihr könnt die Aufgabe an mehreren Orten erledigen, ich würde euch aber hier empfehlen, zu der Schwundstelle zu gehen. Nehmt jetzt hier etwas Anschwung, rutscht jetzt hier auf dem Schlamm. Sobald ihr da 100 Meter zurückgelegt habt, habt ihr die Aufgabe auch schon erledigt.